Hallo meine Lieben, willkommen zu Live im Bunker mit mir, eurem lieben Zigaro. Danke schön fürs Einschalten. Und ihr seht, unser Bunker vom letzten Mal hat eigentlich ein recht gutes Bild hinterlassen. Wir haben zwar keine Abfallcontainer, wie gerade berichtet wird, aber sei es drum. Ganz genau. So, wir möchten hier einen kleinen blauen Weg weiterbauen. Mal gucken, wie wir den so verwenden, aber wir müssen auf jeden Fall den Boden dicht machen. Anders geht's nicht. Abfallcontainer. Könnte man, glaube ich, vielleicht. Die könnte man, glaube ich, sogar überall hinstellen. So. Der Bau am Abfallcontainer beginnt. Der Rotz ist überall. Ja, wir haben zwei Ärzte und wir haben Sauerstoffprobleme. Nicht gut. Aber alles andere haben wir eigentlich. Gut. Dann nutzen wir das hier weiter, indem wir hier so einen jetzt bauen. Oh, geht gleich los. Klasse. Der Abfallcontainer fertig, ja. Und geht das jetzt wieder hoch? Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir den Punkt erreicht gerade. Jetzt haben wir Abfallcontainer. Wir haben fast alles gerade gebaut, was wir dringend brauchen. Jetzt bräuchten wir eigentlich Forschung und müssen uns dann ja weiter um Eisen kümmern. Das Schöne ist, oh, ich sehe es gerade. Oh, ist das cool. Wir haben Eisen genau neben der Base. Ey, perfekt. Wir haben ja schon 20 Leute. Oh, der Brutkasten liegt still. Wir sollten einen zweiten Brutkasten bauen. Und der muss auf Beton errichtet werden. Ich könnte natürlich das hier abreißen, die Wände. Oder ich baue hier den rein. Ich baue den hier rein. Hier ist es sich doch gut, oder? Mit dem Lärm. So. Bessere Schlafplatzmöglichkeit. Wir haben zurzeit 4 Betten. Das reicht natürlich um Länge nicht. Das bedeutet, wir könnten in die Richtung erweitern. Ah, hier sind Felsen. Okay. Ja, dann so. Hier kommt der Kampfroboter mal hin. Unser Verteidiger. Und jetzt ist auch wieder jemand erwachsen geworden. Definitiv ein Arzt. Hier wächst auch schon richtig gut alles. Wohngebiete, schlafen. So, weitere Arbeitskräfte müssen natürlich jetzt kommen, kümmern sich jetzt um die Böden und um die Betten.
Und dann schlafen wir einfach mehr, das finde ich gut. Zum Thema Deko oder Lampen. Wir werden da eh noch Strom brauchen. Ah, hier ist wieder jemand erwachsen. Mal gucken. Könnte ein... Oh ja, ein Landwirt. Ach, schön, wenn hier die Lampen leuchten. Finde ich gut. So, wenn die drei fertig sind, kommen wir auf 19. Wir wollen natürlich hier... Wir wollen natürlich... Was ist das für ein Zeichen? Was ist... Ess doch halt. Wir brauchen einen weiteren Brutkasten. So viel haben wir gerade nicht. Und Recycler brauchen wir auch. Natürlich, Recycler. Die Recycler? Kann ich noch gar nicht, weil ich noch nicht, ich habe es noch nicht erforscht. Dann brauchen wir jetzt ein Forschungsding ins Kirchen. Forschungsstation. Die könnten wir eigentlich hier unten hinsetzen. Kostet auch 150. Ja, duschen könnt ihr aber. Hier. Und jetzt hätte ich gern genug Ressourcen. Na, und da können sie nicht ran. Kinder wurden geboren. Und drei weitere sind in der Brutstation drin. Jetzt haben wir eigentlich genug für den Brutapparat. Und danach geht es dann auf Abfallrecycling, wenn wir das Forschungszentrum gebaut haben. Fürs Forschungszentrum möchte ich aber einen neuen Korridor haben. Wir haben ja hier oben die Krankenstation, da gehen die hin. Wie wäre es denn, wenn wir hier dann forschen? Da könnten wir das hier nutzen, weil das ist hier schon auf. Das muss weg. So, ist los? Oh ja. Die Schnodderei geht los. Der ist natürlich nicht verbunden mit allem, denke ich mal. Unser erster Alter ist da. Doch, es ist alles verbunden. Klasse. Geil ist, die werden echt größer hier, ne? Da ist der Embryo. Okay. Ist wieder jemand fertig. Und der könnte dann ein Ingenieur werden.
Hier wird jemand geheilt. Ja, ich hab's gesehen. Hier taucht der einer jetzt auf. Nur 150 haben wir zurzeit noch nicht. Ich hätte diese Forschungsstation. Puh, wo möchte ich die haben? Sauerstoff geht auch runter. Nicht gut. Priorität. Ich würde gerne Prioritäten erhöhen. Na los. Ich glaube, ich baue die hier hin. Okay, was ist das Problem? Strom haben sie noch nicht gebaut, das Stromkabel. Jetzt aber. So, es sind wieder ein paar Erwachsene. Wir brauchen einen Arzt. Einen Bauern. Die sind sehr viele jetzt alt geworden, sehr viele. Wir haben nur noch... Wir brauchen einen weiteren, der hier aufräumt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr produzierende Leute. Gut, dass ich einen zweiten Brutkasten habe. Wo das echt eklig aussieht, ne? Aber trotzdem, ich bin zurzeit recht zufrieden. Die Schlafkojen können wir bis hier erweitern. Das Badezimmer, den Badezimmerbereich haben wir hier. Bio-Essen und Essen können wir hier erweitern. Hier kommen weitere Produktionsbereiche, wo wir abbauen können. Jetzt brauchen wir halt dann bald Forschung und einen Recycler. Oh, Mensch, ein Schluck auf. Der denn her? So. Aber trotzdem, genug Betten haben wir trotzdem nicht. Drei Kinder sind zur Welt gekommen. Sauerstoff schon wieder? Alter Schwede. Ich würde gerne so eine Übersicht mal sehen, wie bei Oxygen Not Included, dass man sieht, wo der Sauerstoff am besten hinkommt. Reicht nicht. Alter Schwede, okay.
Da müssen wir reagieren. Nur haben wir jetzt bald ein Wasserproblem, ne? Jetzt steigt's wieder. Sehr gut. Wir brauchen ja 150 für eine Wasserpumpe, die dann hier hinkommt. Da oben möchte ich ja, dass die Wände entfernen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das nicht hinkriegen. Weil wir ja gar nicht mal mehr so viele Arbeitskräfte haben, ne? Koch. Oh, wir brauchen einen zweiten Koch. Der wird bald alt. Na, die werden ja bald hier fertig. Und wir brauchen ja nur 60. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur eifrig irre viel produzieren, kommen wir in 40 Zyklen locker auf die 60. Das war ja die Aufgabe. Das ist ja auch ready. Das heißt, wir brauchen hier mal kurz den Roboter. Kinder wurden geboren. Wir machen hier eine Brutstation auf. Noch mehr von euch. 31 haben wir schon. Na, 20. So, dann sollte das jetzt aber schon fast erstmal lang, ne? 4, 8, 12 Betten, also. Okay. Was wir jetzt erforschen müssen, ist der Recycler. Unbedingt. So. Produktion Müllrecycler braucht Betonboden. Erstmal gucken, wo wir den dann hinstellen, wenn wir durch sind. Ich würde sagen, hier so. Hier, ja. Weil sonst werden die alle krank, weil hier überall Kotze rumliegt. Könntet ihr diese eine Platte noch machen? Dankeschön. 250, okay, das dauert jetzt kurz. Ach herrje. Okay, da wäre es vielleicht sogar mal ratsam. Also wir haben ein paar, die jetzt halt erwachsen sind, ne? Da wäre es vielleicht ja sogar mal ratsam. Ah, sieht gut aus noch, das reicht. Arbeitende Kraft. Ah, komm, noch ein Arzt. Und
Arbeitskraft. Also. Okay. Okay, ja, mal gucken. Hier liegt viel Kotze rum. Schauen wir mal, um auf die notwendigen 250 zu kommen. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? So viel werden wir nie lagern. Können wir abbauen. So, 214 haben wir jetzt nämlich schon. Okay, unser allererster Toter. Jetzt kommen gleich mehr. Boah, was hier alles rumliegt, ist das ekelhaft. Okay. Und danach müssen wir noch ein Abfalllager bauen. 40, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Ach, endlich. Endlich kann recycelt werden. Okay, jetzt sterben die ersten und wir haben ganz viele neue. Okay, gut, Leute. Also, das war wieder eine Folge Life im Bunker mit viel Kotze und einigen neuen Bewohnern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt mir ja ein Like da lassen, wenn es ihr nicht eh schon immer tut. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. It's a hug.